Hallo und willkommen bei einem der neuen Szenarien aus dem Patch 5.2 Angriff auf Zebdula. Wie ihr seht, wird das Szenario wie auch alle anderen Szenarien bei uns mit doppelter Geschwindigkeit abgespielt, damit ihr gleich einen Überblick bekommt, was eure Aufgaben sind und was überhaupt hier passiert bzw. geschieht. Also ihr startet, sobald das Szenario anfängt, ganz normal auf einem Schiff, dort schnappt ihr euch so einen Greifvogel. Und danach fliegt ihr eine vorgegebene Route, das heißt, ihr habt hier keinen Einfluss auf irgendeine Steuerung oder sonstiges. Und nun werdet ihr von einem Blitz getroffen und stürzt ab und befindet euch nun in Stage 2 des Quests. Also nun müsst ihr den Hinterhalt, welcher euch zum Absturz gebracht hat, praktisch überleben. Das ist ganz einfach, indem ihr hier einfach die herannahenden Gegner tötet. Sobald ihr das geschafft habt, geht es direkt weiter. Ihr müsst hierzu einfach immer nur den NPC folgen, welcher euch stets begleitet, und dieser führt euch zum Eingang des gegnerischen Camps. Und dort müsst ihr zuerst die Belagerung, sprich die Gegner sowie auch die Absperrungen zerstören. Ihr könnt hier alles targeten. Es macht nicht sehr viel Schaden, aber ihr solltet, wenn möglich ist, also bei Möglichkeit einfach aus dem Kreis herauslaufen, damit ihr hier keine Probleme bekommt. Sobald ihr die Belagerung zerstört habt, geht es direkt weiter. Also ihr läuft einfach hier ins Camp hinein und nun erwartet euch einer der ersten kleineren Gegner. Den ihr es hier vorne seht, den NPC, den verfolgt ihr die ganze Zeit und zum Schluss müsst ihr auch gegen diesen kämpfen. Aber zuerst müsst ihr einen seiner Beschützer erledigen. Sobald ihr das geschafft habt, müsst ihr nur noch praktisch unten über die Brücke in das Schutzfeld, das ihr hier schon im Hintergrund sehen könnt, und dort kämpft ihr dann nochmal gegen den Endgegner sowie einen Begleiter, also der besitzt so eine Maske. Und wenn ihr diese zwei bezwungen habt, ist das Szenario geschafft, ihr bekommt ein Achievement und die Blutelfen übernehmen die Insel.